Im heutigen Marktgeflüster geht es um die drei großen Vs: Volumen, Volatilität und Vertrauensseligkeit. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Marktgeflüster. Eben, ja, wir haben derzeit Rekordzeiten, eigentlich fast in jeder Hinsicht. Wir haben rekordniedriges Volumen, wir haben rekordniedrige Volatilität und wir haben rekordhohe Vertrauensseligkeit. Im Grunde sind die Märkte von einem fiskalischen Stimulus, sprich Trumps Steuerreform, gewechselt in diesen geldpolitischen, monetären Stimulus, nämlich die erwarteten fette Zinssenkungen. Und wir haben eigentlich heute gute Konjunkturdaten gehabt, die US-Einzelhandelsumsätze besser als erwartet. Aber gleichwohl denkt man sich, naja, das wird ja gar nichts daran ändern, dass die Fed die Zinsen senken wird und nicht nur einmal die Zinsen senken wird. Schauen wir uns gleich mal die Fed Fund Futures an, was die dazu sagen. Die sagen nach wie vor auch nach diesen besser als erwarteten US-Einzelhandelsumsätzen, die ja so zentral sind für die amerikanische Wirtschaft, weil über 70% der US-Wirtschaft Konsum sind. Nach wie vor haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 72,4% für eine 0,25% Zinssenkung Ende Juli. Und eine Wahrscheinlichkeit von 27,6% für eine 0,5er Zinssenkung. Und das, wie gesagt, obwohl die Daten jetzt gar nicht so schlecht waren. Also man lässt sich da in dieser Vertrauensseligkeit nicht stören und sagt sich, naja, das wird alles so weitergehen wie bisher, ist doch alles Suche. Das zeigt sich dann auch zum Beispiel in der, mit dem Blick auf das Volumen. Hier haben wir den Spider ETF. Ich hatte gestern schon mal die Umsätze gezeigt, die die niedrigsten waren dieses Jahres. Gestern so niedrig wie seit Thanksgiving nicht mehr, also November 2018. Das muss man sich mal vorstellen. Und das, obwohl wir jetzt wirklich in die Berichtssaison reinkommen. Wir haben heute Zahlen gehabt von Johnson & Johnson. Wir haben Goldman Sachs, die besser waren als erwartet. Wir hatten JP Morgan, die natürlich auch besser waren als erwartet. Aber JP Morgan hat die Guidance ein bisschen gekürzt, also praktisch den Ausblick gekürzt. Und so ist das so ein Mix gewesen, der so ein bisschen neutral sich gehalten hat. Aber dann kamen die Aussagen von Donald Trump vor Reportern, der gesagt hat, ja, es ist noch ein ganz langer Weg bis zu einem China-Deal. Er könne jederzeit neue Zölle erheben. Und sehr interessant, was er auch zu China gesagt hat. Er sagte, Xi Jinping ist sozusagen Präsident und Fed-Chef in einer Person. Die Zinsen sind genau da, wo er sie haben will. Genau das würde er auch haben. Subtext hat er natürlich nicht gesagt, aber das ist klar, was er damit meint. Und diese Aussagen haben so ein bisschen die Märkte verschreckt in den letzten Minuten. Und plötzlich kam etwas Bewegung in diesen fast hirntoten Handel. Aber wir sehen, die Volatilität ist jetzt so niedrig, beziehungsweise das Volumen ist so niedrig, wie schon lange nicht mehr, wie an Tiefpunkten, bevor wir dann einen Anstieg meistens der Volumina sehen. Und meistens geht das einher mit Abverkäufen. Warum? Weil der Mensch eben ein Paniktier ist. Wenn die Leute in Panik geraten, dann bewegen sie sich. Wenn sie sich sicher fühlen, dann bleiben sie auf dem Stein sitzen, auf dem sie gerade sind. Schauen wir uns mal auch die Volatilität an, das zweite V sozusagen. Und hier sehen wir die sogenannte Multi-Asset-Volatility. Das ist also die Volatilität nicht nur der Aktienmärkte, sondern auch der Anleihemärkte und des Dollars. Und hier sehen wir, hier sind wir auch ganz, ganz unten. Wir sehen hier immer diese Spikes Dezember 2018, als die Märkte so crashten. Da schoss das nach oben, dann dramatisch abgestürzt. Jetzt sind wir praktisch auf den Tiefpunkten von 2015 und 2018. Also da wäre es eigentlich gar nicht so unlogisch, wenn hier mal wieder was nach oben kommt, wenn also plötzlich wieder mal Volatilität reinkommt, vielleicht durch neue Zölle. Man hat schon das Gefühl, wenn man sich die Aussagen von Trump anhört, dass so richtig viel nicht passiert ist seit dem G20-Gipfel. Im Gegenteil, die Chinesen haben sich relativ klar geäußert gegen Trump, indem sie gesagt haben, dass es eigentlich eine Unverschämtheit, dass der hier das vermeintlich schwache chinesische Wachstum hier anführte, während das Wachstum in China doppelt so hoch sei, mindestens wie in den USA. Naja, wer weiß, wie diese BIP-Zahlen ermittelt werden in China. Jedenfalls ist da die ganze Tonlage ein bisschen vergiftet, hat man das Gefühl. Jetzt will Mnuchin eigentlich in dieser Woche nochmal telefonieren mit Peking, um dann vielleicht einen Termin auszumachen. Aber es deutet vieles darauf hin, dass da möglicherweise gar kein Termin mehr zustande kommt und Trump dann doch vielleicht die Zölle anhebt, respektive eben die Zölle auf die restlichen gute 300 Milliarden an chinesischen Importen anheben wird. Schauen wir uns die Dinge mal von anderen Blickwinkeln an. Wir haben hier, apropos Berichtssaison, das ist die Entwicklung der Earnings Expectations, also der Gewinnerwartungen. Ist ein relativ
Ein dramatischer Absturz. Dazu passen natürlich die Allzeithochs an den Aktienmärkten haargenau. Und das ist eben die Vertrauensseligkeit in die Fed. Die Fed wird es richten, die wird uns stützen. Wie gesagt, das ist so wie ein Mensch, der von einer Beziehung in die nächste wechselt. Erst ist er verheiratet mit dem fiskalischen Stimulus, sprich man feiert die Steuerreform. Dann ist die durch, dann ist die Liebe vorbei, dann wechselt man sofort zu einem neuen Partner. Es ist aber manchmal vielleicht ganz sinnvoll, alleine zu sein, um zu zeigen, dass man eben auch auf eigenen Beinen stehen kann, sollte man meinen. Wir haben dann die Situation, dass wir zum Beispiel hier auch in Sachen Dominanz der USA, was die Aktienmärkte betrifft, das ist hier der ACVI, das ist ein ETF, das praktisch die gesamte Welt abbildet, wo Aktien, 2700 Aktien abgebildet werden, zur Hälfte aus entwickelten Ländern, also aus westlichen Ländern, und zur Hälfte aus Emerging Markets. Und wir sehen, der Anteil der US-Unternehmen ist so groß wie noch nie, nämlich 56%. Der S&P alleine bringt hier schon 45% auf die Waage. Also das ist diese totale Dominanz. Die Amerikaner bringen also hier mehr als 50% auf die Waage, nämlich 56, aber sie stellen nur 5% der Weltbevölkerung. Das ist sozusagen diese Divergenz, die hier zu beobachten ist. Schauen wir uns auch mal diese Grafik an, die nach meiner Auffassung sehr, sehr zentral ist. Was passiert denn durch diese Niedrigzinspolitik? Es gehen schlichtweg weniger Unternehmen pleite, das sehen wir hier. Hier sehen wir die Funds Rate, also sehen sozusagen den Leitzins der Fed, und hier sehen wir die Pleiten der Unternehmen. Das ist relativ kongruent mit ein bisschen Verzögerung. Je höher die Zinsen sind, umso mehr Unternehmen gehen pleite. Das ist jetzt gar nicht mal vielleicht so schlecht, wie Sie vielleicht denken, denn es ist ja schlichtweg so, dass dadurch unproduktive, schlechte Unternehmen ausgemändelt werden. Die kreative Zerstörung, die dem Kapitalismus eigentlich eigen sein sollte, oder der Marktwirtschaft im Mindesten, die wird dadurch verhindert. Dadurch werden Zombies mitgeschleppt. Diese Zombies sterben nicht, binden Kapital, senken die Produktivität, weil sie eben nicht innovativ sind, weil sie nicht wirklich etwas Neues schaffen. Und so bekommen wir eben eine zombifizierte Wirtschaft. That's it. Schauen wir uns die Charts an und gucken mal, was sich hier da so tut. Hier sehen wir den S&P 500, sehen hier diese rote Kerze aufgrund der Aussagen von Donald Trump in Sachen Handelsdeal, noch ein sehr, sehr weiter Weg, 3006 Punkte. Nicht viel passiert, aber ein bisschen immerhin. Wir sehen, dass auch der Nasdaq 100 ein bisschen zurückgekommen ist. Wenn der Chart bleiben würde, dann nehmen wir doch besser den Dow Jones, 27.352 Punkte. Der Dow heute ziemlich robust, robuster als die anderen Indizes, kann sich hier zunächst mal über der 27.300er Marke halten. Der DAX ist eigentlich heute auch ganz gut drauf, 12.415 Punkte, ist gleich oft über das gestrige Hoch geschossen. Mal sehen, ob er sozusagen jetzt neue Höhenluft schnuppern kann. Hoffnung auf Erholung Chinas. Wir sehen den Euro-Dollar unter Druck, 1,1215 heute Dollarstärke auf breitester Front, auch das britische Pfund wegen den zunehmenden Brexit-Sorgen auf eine Mehrjahrestiefe. Wir sehen, dass auch Gold ein bisschen unter Druck kommt, 1407, und wir sehen das amerikanische Crude Oil bei 59,46 $. Also, das ist die Lage. Wir haben minimale Volatilität, wir haben minimales Volumen und wir haben maximale Vertrauensseligkeit. Das ist eine Mischung, die on the long run nicht wirklich gut gehen kann, normalerweise. Meistens dauert es länger, als man glaubt. Aber es ist schon eine besondere Konstellation, die wir derzeit haben. Im Grunde gehen die Erwartungen für Gewinne runter. Im Grunde deutet eigentlich alles auf Überbewertungen von Aktien hin, und gleichzeitig steigen diese Aktien immer weiter. Diese Diskrepanz löst sich irgendwann auf. Wenn eben dann plötzlich etwas passiert, dann geht das Volumen nach oben, dann sinkt die Vertrauensseligkeit und die Volatilität steigt an. So ist die Börse. Ich wünsche jetzt das Allerbeste. Morgen das letzte Mal der Videosblick und das Marktgeflüster, dann eine Pause bis Montag, den glaube ich 29. Juli. Dementsprechend wünsche ich jetzt Ihnen einen schönen Feierabend und hoffe, dass wir uns morgen nochmal sehen zum Videoausblick und dann zum Marktgeflüster. Servus und ciao!